Die Investition in eine Photovoltaikanlage ist nach wie vor attraktiv. Sie lohnt sich langfristig für den Klimaschutz und viele Eigenheimbesitzer. Insbesondere dann, wenn der Solarstrom im eigenen Haushalt verbraucht wird. Wer über eine Anschaffung nachdenkt, sollte vorher jedoch einige formale Dinge beachten. Thomas Seltmann ist Experte für Photovoltaik bei der Verbraucherzentrale NRW. Er kennt die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Herr Seltmann, welche Anlagengröße empfehlen Sie denn? Wir empfehlen Privathaushalten Photovoltaikanlagen bis etwa 10 kW Leistung. Und wir haben hier zum Beispiel eine Anlage mit 3,6 Kilowatt Leistung, ungefähr 35 Quadratmeter Fläche. Man kann solche Anlagen auch finanzieren, bekommt da günstige Darlehen bei der KfW, die man halt vorher beantragen muss, bevor man die Anlage kauft. Langfristig soll sich ja eine Investition in solch eine Photovoltaikanlage lohnen. Mit welchem finanziellen Ertrag kann ich denn rechnen? Ich erzeuge den Strom auf dem Dach für nur etwa 10 Cent. Und der Strom aus dem Netz, den ich ansonsten beziehen muss, der kostet mich 27 Cent etwa. Und dadurch habe ich also schon mal eine ganz deutliche Ersparnis. Ich kann dann den Überschussstrom, den ich erzeuge und nicht im Haus direkt verbrauchen kann, auch noch ins Netz einspeisen, bekomme dafür auch eine Vergütung von etwa 12 Cent. Und somit lohnt sich es auch, zusätzlichen Strom zu erzeugen und ins Netz einzuspeisen. Jetzt interessieren mich natürlich auch die steuerlichen Aspekte bei Photovoltaikanlagen. Herr Seltmann, wie gehen denn die Finanzämter mit dem Thema um? Wir finden zu der Frage gerade im Internet sehr widersprüchliche Informationen und natürlich hängt es auch immer vom Einzelfall ab. Grundsätzlich gilt, man kann eine Photovoltaikanlage durchaus als Steuersparmodell nutzen. Da sollte man immer den Steuerberater hinzuziehen. Und eine andere Variante ist, wenn ich mit der Einspeisung meines Solarstroms keinen steuerlichen Gewinn erziele, dann werde ich mit dem Finanzamt auch wenig zu tun haben. Für das nächste Thema Gewerbeanmeldung mache ich einen kurzen Abstecher zur Energieagentur NRW. Eugen Eichmann ist Photovoltaik-Experte und berät Unternehmen. Herr Eichmann, muss ich als privater Betreiber einer Solaranlage ein Gewerbe anmelden? Private Anlagenbetreiber müssen für ihre Photovoltaikanlage auf keinen Fall beim Ordnungsamt ein Gewerbe anmelden. Auch dann nicht, wenn sie mit der Einspeisung des selbst erzeugten Stroms Gewinne und damit aus Sicht des Finanzamtes gewerbliche Einkünfte erzielen. Die Einstufung als Gewerbe aus steuerlicher Sicht bringt den Vorteil mit sich, dass ich als privater Anlagenbetreiber automatisch Mitglied der Industrie- und Handelskammer werde, und zwar ohne zusätzliche Kosten und ohne Anmeldung beim Ordnungsamt. Verbindlich ist die Anmeldung der Photovoltaikanlagen beim lokalen Netzbetreiber. Das erledigt der Handwerksbetrieb, der die Anlage aufs Dach bringt. Bei der Bundesnetzagentur muss ich aber meine Solaranlage selbst anmelden. Herr Seltmann, wann muss man das machen und wie geht das? Sobald die Anlage läuft, muss ich sie bei der Bundesnetzagentur anmelden. Da gibt es ein extra Anlagenregister Solar auf der Internetseite der Bundesnetzagentur, wo ich meine Daten eingebe. Ich habe dazu maximal 4 Wochen Zeit, um mich dort zu melden, damit ich den Anspruch auf die Einspeisevergütung nicht verliere. Damit ich die Einspeisevergütung dann auch regelmäßig bekomme, muss ich immer am Jahresanfang dafür sorgen, dass der Netzbetreiber bestimmte Daten hat über Einspeisung und Eigenverbrauch. Wenn der Netzbetreiber, was häufig der Fall ist, diese Abrechnung übernimmt, hat er die Daten schon. Wenn ich selber einen anderen Dienstleister beauftragt habe, diese Messung und Abrechnung zu machen, dann muss ich mich nochmal darum kümmern, dass diese Daten dort auch landen. Zum Schluss noch ein wichtiges Thema, Versicherungen. Auf jeden Fall muss die neue Photovoltaikanlage bei der vorhandenen Gebäude- und Feuerversicherung angemeldet sein. Kostet das jetzt extra und raten Sie zu weiteren Spezialversicherungen? Bei der vorhandenen Gebäudeversicherung kostet es in der Regel keine zusätzliche Prämie. Die speziellen Photovoltaikversicherungen, die es gibt, bieten zusätzlichen Schutz gegen Risiken wie beispielsweise Vandalismus und Diebstahl. Aber sie kosten gerade bei kleinen Photovoltaikanlagen verhältnismäßig viel und sind deshalb eigentlich nicht empfehlenswert, wenn ich eine Photovoltaikanlage bis 10 kW auf dem Einfamilienhausdach habe.